und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute nehme ich euch mit auf eine Reise ins Ungewisse, sage ich mal. Ich habe zu Weihnachten eine Reise geschenkt bekommen in eine europäische Stadt. Ich weiß, dass es nach Süden geht, also von Berlin aus nach Süden. Ja, ich nehme euch einfach mit, lasst euch überraschen. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es nieselt und es ist 3.05 Uhr. Werner muss jetzt hier 2 Tage übers Wochenende stehen bleiben. Und wir gehen jetzt zur S-Bahn, um zum Flughafen zu fahren. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Also die Sicherheitskontrolle war ewig, über eine Stunde. Und jetzt ist schon Boarding, als wir hier angekommen sind. Ja, wir sind gut in Bergamo gelandet und jetzt haben wir uns entschlossen, diese wunderschöne Stadt auch noch zu besichtigen, denn eigentlich wollen wir ja nach Mailand. Wir kaufen uns einfach ein Ticket direkt am Flughafen an der Bushaltestelle. Dort steht auch jemand, der uns behilflich ist. Und dann geht's ab in die Innenstadt. Bergamo ist eine der schönsten Städte der Lombardei und verfügt über reiche Schätze aus langer Geschichte und Kultur. Zur Oberstadt Bergamo Alta kann man mit der Seilbahn fahren. Irgendwie sind wir auch direkt am Fuße der Seilbahn gelandet, ohne dass wir es wollten. Wir gingen einfach von der Bushaltestelle Richtung Oberstadt und schon standen wir vor der Seilbahn. Mit unserem Tagesticket konnten wir auch direkt kostenlos nach oben fahren. Mit der Seilbahn fährt man auf einer Steigung von 52% mitten durch die gewaltigen venezianischen Mauern. Die venezianische Stadtmauer wurde 2017 zum Weltkulturerbe erklärt. Bergamo ist die nördlichste Stadt auf dem Hügel am Rande der Bergamasker Alpen und direkt in der Nähe der oberitalienischen Seen Comasee, im Norden von Mailand der Idrosee und der Iseosee, nordöstlich der Bergamo und der Gardasee östlich von Brescia. Der Flughafen Bergamo wird hauptsächlich von Billigfliegern wie Ryanair angeflogen und man landet halt auch dort, wenn man nach Mailand will, so wie wir zum Beispiel. Und ja, Bergamo teilt sich rein optisch schon in 2 Stadtteile. Die historische Oberstadt, also die Altstadt, und die moderne Unterstadt. Herzlich willkommen in Bergamo. Wir sind hier gelandet und wollten eigentlich nach Mailand, aber dachten uns, das sieht richtig gut aus und ja, schauen wir uns die Stadt auch mit an.
So, jetzt haben wir es uns hier erstmal gemütlich gemacht. Ich reise diesmal übrigens nicht alleine, sondern habe einen Travel Buddy dabei. Und jetzt gibt es erstmal hier ein leckeres Frühstück. Ja, wir bleiben aber nicht in Bergamo, denn der Plan war eigentlich Mailand zu besuchen. Das Flugzeug flog halt nur hierher und darum haben wir gesagt, okay, wenn wir schon mal hier in Bergamo sind, dann können wir uns auch noch die Stadt angucken. Das ist ja auch eine schöne Stadt. Und darum gucken wir jetzt erstmal so ein bisschen Bergamo an, also so ein bisschen Sightseeing. Und später fahren wir mit dem Bus nach Mailand und wollen dann Mailand anschauen. Hier ist noch ein schöner Blick auf die Oberstadt und da seht ihr die Unterstadt. Bergamo ist so eine schöne Stadt. Schaut mal den Blick. Von dort oben hat man dann einen fantastischen Ausblick auf die Unterstadt, auf die Berge im Hintergrund. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch diese Stadt noch anzuschauen. Wir fahren nun doch mit dem Zug nach Mailand. Hallo, I have a question. We have a 24-hour ticket. Is it valid to go to Mailand? No. Okay, 2 tickets to Mailand. So, jetzt fahren wir mit dem Zug nach Mailand. Und mit der U-Bahn zum Hotel. Herzlich willkommen in Mailand! Zuallererst geht es erstmal etwas essen. Das war gar nicht so einfach, ein Restaurant zu finden, was uns gefallen hat und wo man auch gemütlich sitzen kann. Oftmals musste man draußen sitzen und es ist nicht wirklich warm im Januar in Mailand. So, wir haben jetzt erstmal gegessen. Das gestaltet sich echt als richtig schwierig. Entweder war es total voll in dem Restaurant, es gab nur Vegetarian, oder Bull oder Burger. So, da bin ich nun am Mailänder Dom mit meinem Kaffee. So, hier ist diese große, bekannte Mall, Vittorio Emanuele Milanesi. Und die ist direkt neben dem Dom.
Das ist die älteste Einkaufsgalerie hier Mailands, das super schöne hohe Arkadengebäude. Und hier sind die ganzen namhaften Firmen wie Yves Saint Laurent und noch einige andere berühmte Designer zu finden. Also hier ist irgendeine bekannte Persönlichkeit bei Prada drin. Alle Leute stehen hier und filmen, aber keiner weiß so recht, wer da sein könnte. Voll lustig, hier stehen alle Menschen und filmen da. Scheint eine bekannte Persönlichkeit, irgendeine Band im Laden zu sein. Also hier sind alle Geschäfte, die was auf sich halten, enthalten. Louis Vuitton, Prada, Dior, da nochmal Prada, Santoni. Und das geht hier die ganze Mall bis nach hinten und dort. Der arme Typ, der hier steht, der muss jedem die Tür öffnen und schließen, der hier rein oder raus geht. Ist ja auch ein Job. Einer steht da, öffnet und schließt und der andere begrüßt die Menschen hier. Ja, why not? Schaut mal, wenn wir hier in das La Carita reingehen wollt, dann müsst ihr hier einmal um den ganzen Platz stehen und warten, bis ihr reingelassen werdet. Das Gebiet der Reichen und Schönen haben wir jetzt beendet. Jetzt fahren wir hier mit der Metro. Wir haben uns hier so ein 24-Stunden-Ticket gekauft. Und zwar Richtung Navigli. Soll auch ein schöner, trendy Stadtteil sein. Und wie wir es in Navigli fanden, das könnt ihr nächste Woche sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir denn einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen, dann einfach Abo dalassen. Bye!